Heute verwenden wir wieder die Tesla-Spule und nicht nur die Tesla-Spule, auch den Trafo. Und zwar werden wir einerseits untersuchen, was passiert, wenn man eine Glühbirne mit zu viel Spannung versorgt oder mit zu viel Stromstärke durch den Trafo. Da ich erst heute wieder zurückgekommen bin, ist das Video etwas kürzer als sonst. Ab kommender Woche ist wieder alles wie üblich. Nehmen wir als erstes den Transformator. Hier wird eine sehr niedrige Spannung angelegt, es könnte aber sehr viel Strom fließen. Was meint ihr, wird die Glühbirne leuchten? Wenn wir den Trafo einschalten, stellen wir fest, es passiert gar nichts. Die Lampe leuchtet nicht. Aber woran liegt das? Durch den großen Innenwiderstand der Glühbirne wird der Stromfluss stark begrenzt. Und da wir eine sehr niedrige Spannung angelegt haben, ist die Gesamtleistung so niedrig, dass einfach gar nichts passiert. Und dass der Trafo seit den verschweißten Blechteilen sehr viel Power hat, zeige ich euch mit dem Löffel. Der Löffel glüht fast sofort und nach einigen Sekunden schmilzt das Eisen. Eine Lösung wäre es jetzt, den Wolframdraht, wo wir wieder beim Thema Wolfram sind, deutlich zu verkürzen. Dadurch würde der Widerstand sinken und mehr Strom könnte fließen. Schauen wir mal, was mit der Tesla-Spule passiert. Die Glühbirne binde ich an einem Holzbrett fest, damit der Strom nicht durch die Halterung abfließen würde, sondern durch die Glühbirne fließen muss, da Holz ja nicht leitend ist. Sind alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, kann es losgehen. Die Blitze entladen sich an der Glühbirne und dringen in das Gehäuse ein. Vereinzelt springen die Blitze wieder aus dem Glas nach außen, so sieht es zumindest aus. Wieso das passiert, kann ich mir nicht ganz genau erklären. Dadurch, dass es aber nicht direkt passiert, vermute ich, dass das Glas Mikrorisse bekommt und das eine Möglichkeit für die Elektronen ist, das Gehäuse wieder zu verlassen. Aber genau das werde ich mal bei einem weiteren Video untersuchen. Die verschiedenen Glasplatten unterschiedlicher Stärke habe ich bereits bestellt. Bei einer Energiesparlampe tritt ein ganz anderes Phänomen auf. Befindet sich die Energiesparlampe nah genug an der Tesla-Spule, aus Sicherheitsgründen habe ich diesmal die kleine genommen, fängt die Energiesparlampe an zu leuchten, ohne dass ein Strom angelegt wird. Das hängt damit zusammen, dass ein Verschiebungsstrom festzustellen ist, das heißt eine zeitliche Änderung des elektrischen Flusses gegeben ist. Und dadurch fängt das Gas innerhalb der Energiesparlampe an zu leuchten. Links seht ihr jetzt noch ein Video mit der kleinen Tesla-Spule und wie man damit Musik machen kann. Und rechts, wie ich über Speisestärke gelaufen bin.